Ja, und somit hallo und herzlich willkommen zur 81. Folge hier am Freitag von Space Engineers auf MikeWoHazard TV in der dritten Staffel natürlich. Also nicht MikeWoHazard TV in der dritten Staffel, sondern Space Engineers natürlich in der dritten Staffel. Und ja, Hintergrund hat er gerade schon wieder gelacht, der Heiko, der ist mit dabei. Ja, hallo. Und natürlich meine Wenigkeit, der Ice Dragon, natürlich auch. So. Ja, ansonsten sind wir hier wieder ganz alleine auf dem Server unterwegs. Mal wieder. So wie eigentlich immer. Aber das sind wir ja schon gewöhnt, ne? Ja. Der Chris hat das zwar so angedeutet, ob er nicht vielleicht auch mitmacht, aber mal gucken schon, ob das irgendwann mal der Fall sein wird. Ich würde mich ja freuen über einen dritten Mitspieler. Ja. Allerdings, wie gesagt, bei uns ja der Knackpunkt, es ist halt kein Server, ne? Es ist halt nur normal Spiel hier, Multiplayer-Host quasi auf dem Rechner, weil ja, es auf dem Server einfach nicht gut genug läuft auf dem Server, genau. Ja. So, ich habe jetzt die ersten Vorbereitungen für die Kolben getroffen. Heißt Conveyor-System an die vier Arme. Wenn ganz genau geschweißt sind. So, wie viel Sauerstoff habe ich denn überhaupt noch? Oh, ich muss eh bald zurück. Die eine Flasche hat nur noch 31%. Die letzte Flasche übrigens, nochmal erwähnterweise. Ja, muss ich auch darauf achten, weil wenn er mir kommt mit Oxygen Critical, dann ist es zu spät. Ja, glaube ich auch. Weil ich glaube, dann schaffe ich es nicht mehr zurück. Ich habe doch eine kleine Fahrzeit noch für den Rückweg. Meine gute, ich glaube, ich würde mit dem Jetpack zurückfliegen. Ich habe mit dem Auto. Ja. Mit dem Jetpack bin ich schneller zu Hause. Wow. Wow. Das war jetzt unerwartet. Wieso? Was ist passiert? Ich habe die Tür von meinem Hangartor geflogen und bin damit fast 50 Meter pro Sekunde gegengeflogen. Mhm. Also voll gegen die Wand. Okay. Irgendwie hat sich hier die Bodentextur geändert. Das ist irgendwie eine andere Sandfarbe. Hier unten hier ist noch so richtig orange, so rot und dieses typische Orange, was halt auf dem Marsplaneten hier bei Space Engineers so ist, ne? Ja. Und hier hinten wird ja irgendwie heller, so fast kalkig, so richtig so wie so Strand so ein bisschen so. Hm. Jetzt habe ich mein eines Werkzeug verloren, das Schweißgerät, weil ich das gerade in der Hand hatte. Das ist weg. Mein besseres. Eis muss ich, mir immer ein neues machen. Oh, na, ich würde mir gerne mal die Elite-Sachen machen, da brauchen wir aber. Platin für. Ja. Das heißt, dazu müssen wir erst jetzt auf. Ah, passt, ich habe alles da. Dazu müssen wir erst ins All kommen. Mhm. So. Ihr seht, ich baue hier immer noch Eisen ab. In der dritten Folge bereits. Ich würde ja gerne die Karre mal voll machen, ne? Aber. Ja. Ich glaube, so lange möchtet ihr es doch nicht warten. Oder? Oder Leute, wollen wir die Folge einfach mal hier noch die Karre füllen, solange bis sie wirklich voll ist? Ich meine, das sind doch bloß noch 50.000 Liter. Das sind schon 238 Tonnen Eisenerz, Heiko. Ja. 238 Tonnen. Und das wird nicht weniger, Heiko. Es wird immer mehr. So. Hydrogenflaschen werden wieder aufgefüllt. Schon bringen wir die nächsten. Und jetzt steht mit Motoren und Herstellungskomponenten. Bringen wir die nächsten 10 Tonnen hoch. So, und schon ist 247 Tonnen. Oh mein Gott. Ich weiß, ich habe einmal in der, ich glaube, von der zweiten Staffel, habt ihr aber nicht mitgekriegt, das habe ich im Offscreen gemacht. Da habe ich das, war es die erste Staffel? Das war die erste Staffel, glaube ich sogar. Da haben wir, nee, das war die zweite, war ja schon mit Planeten. Da habe ich auch das Schiff, was wir hatten auf dem Planeten da, Transportschiff quasi, so voll geknallt. Das war alles voll. Der Container war voll, der Verbinder war voll, das Cockpit war voll. Ja, es war alles gefüllt. Ey, ich wäre mit der Kiste beinahe abgestürzt, ne? Alter. Die konnte sich noch in der Luft halten, ja, aber wirklich gerade so, ne? Ja. Wenn du Steuerung gedrückt hast, also ich habe ja ducken und nach unten fliegen auf Steuerung statt auf C, ne? Ja. Wenn du nach unten geflogen bin, fallen lassen quasi auf der Erde, ne? Ey, du musstest die nur antippen und der ist gleich so viele Meter runtergegangen. Eher dann dieses kurze Abfallen wieder abgefangen hat mit den Triebwerken. Diese kurze Beschleunigung in Richtung Erde, ja. Da braucht er echt ewig, um die wieder abzufangen, ne? Und dann lande mal damit. Wenn du das nur antippen musst und er gleich seine 10, 20 Meter runter geht. Das wird dann lustig, damit zu landen. Juhu. Ja. Ich frage, warum montiere ich jetzt Kolben? Du musst ja eigentlich zuerst den Steg in der Mitte haben.
Aber ist es schwer in der Luft zu bauen, weil alles wieder runterkommt, wenn ich in die Luft setze. So, für euch sei schon mal gesagt, am Sonntagabend könnte, ich sage, wir sagen es nicht fest, könnte gegebenenfalls ins Weltingenieurs-Stream kommen. Hängt davon ab, wie viele Personen Zeit haben. Ja. Wenn es mehr als nur ich und Heiko sind, dann, dann wird kein Space Engineers kommen. Und wenn nur Heiko und ich Zeit haben, dann wird Space Engineers kommen. Ja. Höchstwahrscheinlich. So. So ist zumindest erstmal der Plan. Unser selbstgemachter Plan. Ja, davon wissen die anderen noch gar nicht. Nö. Gut, aber sonntags tippt das Team ja oftmals keiner, ne? Nee, sonntags sind immer frei. Dann sollte das dahingehend ja schon mal kein Problem sein. Ja, wegen Sonntag nicht. Weil ich habe schon so weiten Weg jetzt hier, um zum Ausgang zu laufen, wie das mal hier unten in der Höhle. Das ist ja cool. So. Ja, so Kolben. Sagt man Oxygen, Flasche bei 31%. Ich muss jetzt echt ein bisschen Auge auf die Flasche haben, weil spätestens wenn die leer ist und er dann seinen letzten Balken da unten hat im Anzug, den werde ich mich auf den Rückweg machen. Ja, du, ist jetzt die Frage, kriege ich das halt so da rangesetzt? Ich denke eher nicht, ne? Das weiß ich nicht, weil ich sehe ja nicht, was du da machen willst. Habe ich mir schon gedacht, geht so nicht. Halt, ich muss mir echt drei Blöcke bauen. Dann die Verbinder daran anschließen. Geht hier. Drauf. Heiko hat Spaß, merkt er, ne? Ja. Ich frage mich, ob ich hier irgendwann mal oben aus der, aus dem Planeten rauskomme, weil ganz ehrlich, das Flöß geht hier so leicht schräg nach oben. Okay. So, ich musste ein bisschen nach unten buddeln, damals um ranzukommen, klar, aber ja, es geht zumindest in Richtung nach oben, ne? Also, wenn hier irgendwann Schnee auftaucht, dann weiß ich Bescheid. Ja, ich werde ausprobieren müssen, warum ich das am besten mache. Testphase ist das quasi. Und ihr seht's wirklich, dieses Eisenflöß nimmt hier hinten kein Ende, ne? Das geht hier wirklich die ganze Zeit in die Richtung weiter noch. Ich baue hier Buddel quasi fast nur geradeaus einen Schacht quasi einfach lang, ne? Immer so entlang der Nickelwand hier. Mhm. Das nimmt kein Ende. Das sind zwei Blöcke ein wenig. Und drei. So, deine Kolben dazwischen. Aber ich find's gut, dass es kein Ende nimmt. Ja, gut, habe ich mir schon gedacht. Heißt, der muss ab. Das heißt, ich habe noch so viel Eisen hier. In der Ecke, wenn das kein Ende nimmt hier. Manchmal hast du wirklich, dann buddelst du und merkst, ah, okay, jetzt ist Stein, jetzt ist das Flöß an der Stelle zumindest in die Richtung zu Ende. Ja. Aber, nee, das ist hier, das nimmt kein Ende. Nee. Leider hoch. Ich will gar nicht wissen, wie viele Meter ich hier schon gebuddelt habe in der Zwischenzeit geradeaus. Ja, da. Ich habe es geschafft, den ersten Kolben zu montieren. Guck mal, jetzt habe ich hier wieder so einen ganzen Schacht gebaut, der geht wieder locker 10 Meter mindestens lang. Ja, wenn man es macht, ne? Wenn man es kann. Na, wie gesagt, ich buddel einmal immer so die Wand entlang, ne? Ja. Immer mal so zu gucken, wie weit das Flöß überhaupt geht. Ich tue immer gerne erstmal die Grenzen des Flößes quasi erkunden, quasi. Ich muss abschätzen kann, wie groß das Flöß überhaupt ist, aber das ist echt riesig hier. Ja, Nickel und Eisen haben wir im Fahrzeug bereits drin. So, Flasche ist jetzt bei 0% die Flasche. Ich werde es, glaube ich, aber trotzdem eher so machen, dass ich mit dem Dings zurückfliege, oder? Mit dem Jetpack. Einmal nur die Flaschen wieder fülle und dann wieder zurückkommen. Dann kann ich mir noch weiter abbauen. Ich wollte die Kiste ja mal voll machen. Ja. So, gleich ist Kolben 1 fertig. Schweiß. Das kann ich ja sonst nicht voll machen. 9. Oh, oh. Peace. Alles gut? Fuck. Nein, eben nicht. Das Problem, was ich gerade habe. Was hast du denn für ein Problem? Mit Kolben? Das Ding ist, man sollte lieber vom Kolbenanfang ausbauen und nicht den Kolben versuchen, irgendwie nachträglich anzufügen. So, wir jagen jetzt mit dem Jetpack mit 110 Meter pro Sekunde, also mit knapp 360 km/h. Ich glaube, es sind sogar mehr als 360 schon. Mit 110 Meter sind mehr als 360. Fast 400 km/h rasen wir hier mit dem Jetpack über den Planeten zur Basis zurück. Weil
Meine letzten 75% Sauerstoff. Abbauen, abbauen, abbauen. Boah, Glück gehabt. So, da sind wir schon wieder zu Hause, seht ihr? Aha, so schnell kann es gehen. Heißt du, es wird jetzt die Sache sein, Grids. Es könnte auch daran liegen, dass die Grids einfach miteinander verbunden sind. Das ist so schwach. Weil ein Grid ist nachher. Kann ich dir nicht beantworten, die Frage? Oder die? Ich müsste dafür hier einen Block lösen, dann fällt aber das ganze Teil runter. Weil ich sowieso noch abbauen müsste, um das Teil anzubauen. So, nun habe ich beide wieder voll, beide Sauerstoffflaschen. Jetzt kann ich wieder ewig lange weiter buddeln. Ja. Ich habe irgendwie Angst, dass der Teil gleich um die Ohren fliegt. Weil so wie ich das bauen möchte, ist es doch ganz schön kompliziert. Ja, ich will eine einfache Möglichkeit, um das Schiff zu bauen. Hätte ich mir denken können, ja. Ich werde einen Arm jetzt mal komplett abbauen müssen, ey. Hab ich sowas von Bock drauf, ey. Ich würde es, glaube ich, nicht seitlich ranmachen. Ich würde das Fahrzeug von oben greifen. Das ist, glaube ich, deutlich einfacher. Da brauchst du theoretisch nicht mal Conveyor-Leitung, nicht mal hier Kolben für. Da kannst du direkt einfach drauf, fumm, fertig. Ja. Nur mal so als Tipp. Aber ich finde sie so seitlich irgendwie schöner. Ja, es ist schöner, aber es funktioniert nicht. Ich hätte das Programm starten können, wenn ich schon an der Basis bin. Na egal. Naja, vergessen gerade. Bin ja eh nicht mehr so lange hier. Ja. Dann hat die Sonne schon eine Runde geschafft und dann läuft es auch wieder richtig. Ist ja nicht so, als wenn meine Batterien nicht voll werden. Aber ich muss mal mehr Batterien aufstellen. Ich habe ja eh schon vorbereitet. Energiezellen habe ich ja schon produziert. Für, glaube ich, 5 weitere Batterien. Ja. Aber ich muss die mal aufstellen. Ich habe jetzt hier meine 7 Megawatt Leistung, aber die Batterien sind voll. Und da geht meine Leistung natürlich flöten jetzt, ne? Mein produzierter Strom. Ist ja blöd. Jo. So. Ersten haben wir abgebaut. Und dann drück einfach nochmal als erstes. Dann können wir an das Teil. So. Dann spalten wir auch gleich. Schön, dass wir hier kein Ökosystem berücksichtigen müssen. Hier können wir Umweltverschmutzung machen müssen. Geht nicht mehr. Scheißegal. Ja. Hier müssen wir nicht aufpassen, dass irgendwelche Tiere aussterben oder so. Aber Eco haben wir erfolgreich, denke ich, den Weizen und den Mais gerettet. Ja. Nächstes Problem, Tomaten. Das ist das nächste Problem, genau. Da muss mich Bio aber unterstützen, weil da kommen beim Ernten keine Samen raus beim Ernten. Ja. Jedenfalls nicht, wenn ich es ernte. Ich weiß nicht, ob bei Ihnen da was rauskommt, aber... Ah, das ist schon alles zeigen. Da muss er wirklich mit dem, was er als nächstes da macht, erstmal Samen herstellen aus den wenigen Tomaten, die wir noch haben. Und mit denen dann erstmal neue Pflanzen machen, aber möglichst bei mir dann Pflanzen, weil bei mir wachsen die besser, bei mir auf dem Plateau. Und dann tut er die am besten da ernten, aber weil er besser mit der Ernte ist. Weil er den Ghettoer hat. Ich meine, ja, ich könnte den Ghettoer auch machen, dann würde ich auch mehr rauskriegen beim Ernten, aber. Er ist ja der Farmer. Ich brauche die ganzen Punkte noch fürs Kochen. Ja, du hast eine Menge zu tun. Und da brauche ich noch viele Punkte fürs Kochen. Ja. Als nächstes kommt der Advanced Campfire Cooking. Und dann kommt erst das normale Cooking, glaube ich. Ja. Ja, kannst du es gar nicht machen. Und ich glaube, dann kann ich auch erst Backing machen. Ja, hängt alles ganz schön zusammen. Ja. Siehst du, das ist nämlich der Punkt. Die bauen halt aufeinander auf, ne? Ich meine, gut, ich glaube, man muss die dann aber im Endeffekt dann später nicht haben, ne? Also, du musst halt nur die, jetzt halt die Bücher vorher gelernt haben, bevor du das andere machen kannst, halt, ne? Oder wie das war. Ja. Du musst schon die 100 Skillpunkte oder so investieren, damit du das machen kannst. Ja, deswegen. So. Gut, wir nähern uns schon wieder dem Ende dieser Woche. Nächste Woche geht es bei uns auf jeden Fall wieder weiter. Ja. Upsala, jetzt haben wir hier das Overlay aufgemacht. Für alle, die es noch nicht wissen, nächste Woche gibt es Freitag den 13. Haha. Oh, weia. Das Blöde ist, ich muss da arbeiten. Da habe ich einen Frühdienst. Juhu. Frühdienst am Freitag den 13. Yay. Ja. Gut, ich bin aber nicht arbeitgläubisch eigentlich. Ich habe es nur trotzdem so spaßig in meinem Kopf. So, Freitag der 13. Weißt du? Aber ich denke mir jetzt nicht so, oh mein Gott, Freitag der 13. Weißt du? Ja. Gibt ja viele Menschen, die da
wirklich dann Probleme haben, die dann, glaube ich, extra sogar zu Hause bleiben, sich den krank schreiben lassen an so einem Tag oder so. Gibt's einige, die sowas tun. Aber es ist auch oft so, den Leuten passiert dann meistens wirklich irgendwas, weil die einfach, die sind so drin versteifen in dieser Angst, ja, dass ihnen einfach deswegen schon was passiert, weil sie einfach damit rechnen, dass ihnen was passiert und deswegen passiert dann auch was. Ja. Aber gut, die Folge ist zu Ende, wie gesagt, und deswegen sehen wir uns nächste Woche wieder. Wir verabschieden uns bis dahin von euch und wünschen euch ein schönes Wochenende und sagen ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!